was geht ihr Ehrenleute? Gibt den 10 Jahre. Tschüss! Das ist unser Content. Krypto das Jahr hart am Eskalieren. Wir reden mit unserem Wirtschaftsexperten am Alain Börse. Kerzenzieher WM. Die Schweiz flext mit Wachs beim hottesten Sportevent vom Jahr. Und das Wetter war ein harter Sonnenwolken, Regenhagel, Schneesturm, Überschwemmungsmix. No cap. 2021 war richtig hart Sass. Nächstes Jahr wird fix nicer. Hoffen wir einfach, dass der Ron mal nicht so fest reinfickt wieder. Aber machen wir mal einen Recap. Das Jahr war wie die Remixes auf TikTok. Richtig ehrenlos. Props drum an unseren Praktikanten, Matto Bündner, der sich den Shit vom 2021 trotzdem nochmal gegeben hat. Das ist sein Recap von Januar bis April. Richtig litte Content günstig. Startet immer mit einem Shutdown, ole ole. Stadiszene und St. Gallen sind am Brennen. Damis zeigen der Welt, dass sie wirklich die Dümmsten sind. Im Trump sperrt sein Kinderspielzeug, endlich Ruhe. Dafür ist ein anderer alter Mann rum, endlich Ruhe. Die Schweiz versinkt im Schnee und die Zützis haben das Herd nicht im Griff, trotz grossen Erfahrung. Der Bachfluchkrebs ist das Tier vom Jahr, bäh, grusig. Die Zuggerpolizei beweist, dass sie Special Skills haben. Der RS gibt es für die Hai, hat funktioniert. Der Chef ist nicht mehr CEO von Amazon, dafür Chef-CEO, also nur noch eins vor Gott. Das Frauenstimmrecht wird 50, dafür darf man sich nicht mehr verhüllen. Eins gemacht, eins versaut, macht Differenz null. Moutier swipet links und macht mit dem Kanton Bern Schluss. Ein Club Fevergiven macht ein kleines Manövrierfehlerli und löst einen riesen Wirtschaftssamenstau aus. Zwei Millionäre klönen bei der Millionärin. Alte weisse Herren gehen, Daft Punk gibt's nicht mehr, weil sie haben. Der Bohlen gibt's bei der SDS nicht mehr, weil niemand hat mehr. Und der Philipp gibt's nicht mehr, weil er alt ist. Erfindung von der Schwurbler-Demos, Hashtag No Liestl, der Globi haut den Anwärter auf den Literaturnobelpreis raus, Roger Dutotsch, und auf TikTok übertreffen sich Teenies mit komischen Kochrezepten. Bäh. Gianone. Motivation hart am Brennen war bei uns am Geringverdiener. Insgesamt also richtig wacker Start ist 2021. Aber Krypto war wild am Hustlen in dieser Zeit. Die Zahlen und Kurs sind straight auf den Mond rauf. Wie geht der Goldrush aber weiter? Für das ist jetzt mit mir verbunden der Bitcoin-Babo, der Alain Börse. Alain Börse, der Kryptomarkt ist ja Anfang 2021 crazy gestiegen. Wie hat sich aber der Bitcoin seither entwickelt? Mittelwert, wir sind bald bei 100 pro Tag, ein bisschen weniger im Moment. Es ist ziemlich stark gestiegen. $100 pro Tag, krass. Aber denkst du, das steigt noch weiter? Ja, das ist eine schwierige Frage jetzt. Ja klar, aber du bist ja der Bitcoin-Babo. Meine Frage darum, Bitcoin, wo stehen wir in 5 Tagen? Wo stehen wir in 10 Tagen? Das könnte auch die Frage sein. Ich weiß es nicht. Bro, mir kannst du das doch sagen, ne? Es ist schon ein dünnes Eis, um eine ehrliche Antwort zu liefern jetzt. Ja, aber so an Schätzung angelehnt? Steigt in den, sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiter. Nice. Aber von was reden wir so? 5%, 10%? Mehr als 90%. Wenn wir 90% sagen, es ist noch sehr konservativ. Muss man aber auch aufpassen. Diese Schätzungen sind, die können einfach nichts anderes sein, leider, als sehr grobe Schätzungen. Weil die Annahmen, die dahinter stecken, ich meine, es ist sehr schwierig, Annahmen zu treffen. Wir mussten es aber auch tun. Sie können, ich glaube, aber davon ausgehen, dass es ist eher großzügig gerechnet. Ja, aber trotzdem Ehre, dass du so optimistisch bist. Das, ich glaube, das ist auch kommuniziert, hoffe ich, sonst mache ich einen Fehler, wenn ich das melde hier. Ich glaube, ich habe... schon riskant, ja? Das ist schon riskant, aber ich sage es trotzdem. Brudi, man kann also sagen, dass man fett Cash in Krypto reinbuttern sollte, wenn man finanziell unabhängig werden möchte. Sie haben das wirklich sehr schön zusammengefasst. Ich danke für diese sehr präzise Zusammenfassung. Nein, danke für deine Einschätzung, Alain Börse. Was für eine Ehre, Mamen Akkoyam. Peace, Baba Börse, und danke für die Schätzung. Ja? In dem Fall hast du Krypto, läuft alles Gucci. Apropos Gucci, Italien war hart am Innenflexen dieses Jahr. Das triggert ja übel. Zuerst der Eurovision Song Contest und nachher holen die Bros auch noch den EM-Pokal. Mehr so random Happenings von Mai bis im August? Matto, gib ihnen. Die Schweizer Polizei geht viral, schon wieder.
Dank einer cleveren Videobotschaft von 2 am Morgen gewinnen wir nicht am ESC. Wegen Måneskin haben wir den Sommer der Geschlechtsflüssigkeiten. Wir haben einen neuen Ampos, Delta. Die Feder ist wieder das neue Nummer 1 in der Werbelandschaft. Roger, du Totsch. Wir dürfen wieder raus spielen. Die Schweizer Nazi kann nicht singen. Yeah, I'm a dreamer. Dafür bodigen wir Frankreich. Die beiden kennt man auf der ganzen Welt. Forza Italia und Forza Langstrasse. Zu den Abstimmungen. Sauberes Trinkwasser, nicht. Saubere Luft, nicht. Kein Pestizid, nicht. Schwurbler und Terror, wenn wir nicht. Zum Katastrophensommer, Überschwemmung in Europa, Feuer in Kalifornien, die Bands am Open Air Gampel. In Genf treffen sich 2 alte weisse Männer, du hast eine neue App auf dem Homescreen. Juhu, Bubis bekommen neue Spielzeuge von der Amis, die EU ist not amused, wegen dem Singgate von der Nazi Gata Petkovic, der Muri übernimmt als neuer Dirigent. Wir fangen an, Sachen in unsere Körper reinstecken und es ist nicht einmal so geil. Lismi ist olympisch, alle haben Angst, dass der Strom ausgeht und Swisscom so «Hold my beer», Smalltalk-Hit. Und wie war bei dir die Impfung so? Das Nirvana-Baby klagt wegen dem Pfeifeli und die Männer mit Bärten erobern Kabul und wollen gar nichts mehr nackt sehen. Nazi, richtig Ehrenmänner. Viertelfinal, Mann. Tschüss. Und dann einfach durchgezogen in der WM-Quali Europameister Italien rausgehauen. Gut, auch dank unserem neuen Nazi-Baba Murat Yakin. Oh yeah. Machst schon richtig an Federer angelehnt. Die grossen Werbungen mit, hä? Wir sind jetzt live connected mit dem Muri. Oh, Merhaba Muri. Läuft bei dir, würde ich sagen, hä? Guten Abend, mein Name. Wie war so 2021 für dich persönlich gewesen? Von 1 Wack bis 10 Sig? Fix 10, oder? Ich meine, im Sommer spielst du noch Challenge League mit Schaffhausen, so gegen Chiasso vor 12 Zuschauern. Und jetzt nimmst du Italien richtig von hinten, Mann. Hey! Ich würde sagen, zusammengefasst ist das vom Bordstein zur Skyline, Bruder. Aber wie hast du es geschafft, Bro? Nicht so einfach gewesen, hä? Alle immer verletzt und du hast neue Spielerinnen, die machen gerade Goal, Assist, dies, das. Okafor war eine Riesenlegende. Aber gut, du hast auch immer geile Vibes reingebracht. Immer souverän, Frisur on fleek, hä? Respekt, Bruder. Ja, anyway, was sind so Ziele für die WM in Katar nächstes Advent? Gut, Mann. Lass mich raten, Bro. Es ist noch zu früh zum Antworten und wir müssen Spiel für Spiel nehmen, gute Vorbereitung spielen, hinten gut stehen, vorne buchen. Man kann noch nichts sagen. Und an einer WM ist sowieso immer alles möglich. Geile Sicht, Mann. Danke fürs Interview. Es war richtig nice, mit dir zu reden und wir sehen uns nächstes Jahr. Ciao, Muri. Und mehr vom Sport gibt es jetzt. Es gibt nämlich eine vollchillige Sportart, die immer wieder vergessen geht. Aber in der Adventszeit richtig big ist. Kerzen ziehen. Und nein, ich meine nicht das Kerzen ziehen, sondern das. Das Weekend war im Pfäffiken Zürich die Weltmeisterschaft im Kerzenziehen. Und die Schweiz einfach im Finale. Ob es unsere Homies gebracht haben, siehst du jetzt. Das ist Bobby Brändli aus Kerzers. Brändli, 25-jährig, gelernter Kaminfeger und seines Zeichens amtierender Freiburger Kantonsmeister, zeichnet sich vor allem durch seine temporeichen Züge aus. Hat an dieser WM aber auch schon einige Male seine Kreativität in der Farbwahl eindrücklich unter Beweis gestellt. Also auch für Farben hat Brändli es Händli. Ihm gegenüber steht der amtierende Weltmeister und Grandseigneur der Kerzenziehkunst, der Edeltechniker aus dem Vatikan, Lucius von Lodon. Aufgewachsen zwischen Kardinälen, Kreuzen und Kerzen. Ja, es wurde ihm förmlich in die Wiege gelegt. Seit Jahren begeistert er mit ausgefallenen Kreationen und setzt immer wieder neue Maßstäbe. Die Finalqualifikation für ihn ein Muss. Die Regeln sind klar, 2x15 Minuten, wer am Ende die Jury überzeugt, ist der neue Weltmeister. Also dann, ran an die Dochte, rein in die Töpfe. Brändli startet sogleich mit einer Rot-Weiß-Rot-Kombination während von Lodern. Und jetzt passen Sie genau auf, meine Damen und Herren, einfach nur so dasteht. Von Lodern denkt nicht einmal daran, etwas fürs Spiel zu tun, ganz nach dem Motto Defense First. Schiebt er nämlich die ersten 10 Spielminuten eine ruhige Kugel. Zu Recht fragen Sie sich zu Hause, ob das wohl gut gehen wird? Der Schweizer derweil entschlossener, er ist agiler und beweist vor allem in der Abkühlphase eine ruhige Hand. Hier Brändli am roten Topf, rein, raus und kühlen.
Auf der Gegenseite für einmal der Mann aus dem Vatikan von Lodern holt zum Reintunken aus, täuscht aber nur an, wodurch Brändli für einen kurzen Moment die Konzentration verliert und ein zweites Mal in den Wassertopf tunkt. Alles nochmal gut gegangen, aber der Schweizer nun sichtlich desorientiert. Wir springen in die zweite Halbzeit und schreiben dort bereits die 25. Minute. Das Bild unverändert. Brändli powert, von Lodern lauert. Er setzt weiterhin auf die Verwirrungstaktik und die geht auf. Brändli plötzlich völlig von der Rolle. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. In einem Moment der geistigen Umnachtung vergreift sich Brändli derart im Farbton, dass ihm nur noch ein brauner Stab bleibt. Ein Fauxpas, der einem Kerzenzieher von seinem Kaliber natürlich nicht passieren darf. Das ist der K.O.-Schlag für Brändli, denn fortan geht gar nichts mehr beim Schweizer, dafür umso mehr beim Vatikaner. Dieser greift doch noch aktiv ins Spielgeschehen ein und zaubert mit einer herrlichen Kombination dieses Kunstwerk aus dem Topf. Das ist der klare Sieg für den Vatikan. Und somit bleibt alles beim Alten. Lucius von Lodern gewinnt die Kerzenzieh-Weltmeisterschaft in Pfäffikon und wird sich in seiner Heimat päpstlich feiern lassen. Während der junge Bobby Brändli das Nachsehen hat. Ein Trostpflaster gibt es doch noch für ihn. Er hat für nächste Weihnachten bereits ein Geschenk für seine Flamme. Gehen wir jetzt raus zu unserem Dude vor Ort, am Phil. Jalla Phil! Wie schätzt du die allgemeine Lage dort vor Ort ein? Stresst der Bobby zu krass jetzt, oder was? Ja, Ravin, ich konnte gerade mit dem Bobby reden. Er war doch gerade ein bisschen done nach dieser Niederlage. Aber ich denke, schon ein Sportsmann, der Bro, wird das sicher wieder ganz flex nehmen nach einer gewissen Ausschnaufenzeit. Da muss er sich jetzt halt wirklich einfach ein bisschen... Bro, ich höre dich gerade nicht. Ist gerade irgendwie ein Problem? Hört ihr mich? Hallo? Mashallah, Bro, jetzt höre ich dich wieder. Was? Marshmallow? Hä? Ja, warte, sag nochmal. Nein, ich höre nichts. Hey, es ist nicht das erste Mal, oder? Jetzt fahrst du extra auf das hure scheiß Pfäffiken raus und dann bringen die Leute wieder Technik nicht her. Unglaublich, Mann. Das regt mich auf. Das ist jetzt Ende vom Jahr und wieder verkackt es den ganzen hure Scheissdreck. Wir gehören dich da in dem Studio. Das ist noch die einzige Sportart, die wir die Rechnung dazu haben. Nur weil wir jetzt keine Champions-League-Recht mehr haben, müssen wir jetzt nicht jeden Scheiß übertragen. Sie sind so tief gesunken. Als nächstes schicken sie mich irgendwie noch zum Unihockey oder so einen Scheiß. Oder zum Ponyreiten. Hey, nein. Hast du die Leute gesehen vorher? Haben die gesehen? Hey. Welche Opfer gehen Kerzen ziehen? Wirklich. Niemand geht Kerzen ziehen. Bobby, hast du mega schön gemacht. Dann stelle ich die Haie auf. Schöne Kerzen, ein Scheissdreck. Jede von diesen Kerzen landet irgendwo die Haie im Abfall. Das ist grössere Ressourcenverschwendung als Formel 1. Wirklich ein lächerlicher Kackscheisse, echt. Wer ist auf die Idee gekommen, zum Jugendsprache zu reden? Hey, Bro, hey, Braten. Sind wir da in einer Kochsendung oder was? Hey. Der andere hier im Studio ist auch ein hinterletzter Mann. Da mit seiner farbigen Kleidung, als wäre er gerade in so einen Wachstopf reingefallen. Unglaublich. Hey, wirklich, die Glaubwürdigkeit vom SRF ist jetzt in diesem Moment am Boden, Mann. Für diesen Scheiß zahle ich fertig. Das war unser Dude vor Ort, der Phil. Jahreshisch gibt es übrigens auch auf Social Media. Folgt mal unserem Onlyfans, Mann. Dort findest du cringe Content von unseren Stars. Ja, ich bleibe ein bisschen da drauf. Gebe dir auch in dieser Zeit den letzten Rückblick von unserem akkuraten Praktikant. Einfach der Arthur Ritter, Mann. Squid Game wird zum feuchten Traum von jedem Betreibungsbeamten. Zu den alten weißen Herren, den beiden macht ein Nickerli und dem Uli Moore sein Drip ist auch schon besser gewesen. Uli, geh doch mal an die Met-Gala. Classic Win-Win. Ehe gibt es jetzt für alle, Scheidungsanwalt freut's. Die Polizei Vinti hat eine Schlange gefunden, wir hätten auch eine abzugeben. Österreich und Dänemark beenden übermütig die Pandemie für Geimpfte. Es brodelt auf La Palma, an der EU-Grenze, an Olma in Österreich und auf unseren Strassen. James Bond ist da, niemand interessiert seinen Feuchten, also doch Time to Die. Leider nicht gestorben, wetten das TV
Delta total Covid. Der neue Endboss heisst Omikron. Der Fedi hockt im Tram und denkt: Okay, let's go. Roger, du totsch. Apropos Cringe. Oder wie wir sagen, Cringe ist das Jugendwort. Der Trump ist nicht mehr unter den 400 Reichsten, hat aber immer noch mehr als die Pfeife da, die sich für 190 Millionen an Katar sehr laut lassen hat. Der Kevin ist nochmal allein daheim, oder wie es eigentlich müsste heissen, in Quarantäne. Nach der beendeten Pandemie geht Österreich in Lockdown. Schwurblers wollen wir auch das zweite Mal nicht. Merkel macht auch noch Fackellauf und gibt den Posten ab. Rest in Peace, Raute. Neu irgendetwas mit Ampeln. Schwurbler hassen nebst 5G, jetzt auch 2G. Danke, gratis Praktikant Pünterner. Das war es vom Jahres. Schiisch! Bleibt woke. Und was nächstes Jahr so abgeht, Francis, gib ihnen. Die Schweiz wird Fußballweltmeister im Finale. Zerstören wir Katar mit 7:0. Auch andere Länder boykottieren die WM. Nach Wetten, dass TV Total und Corona returned. Benissimo auch wieder back. Mit einem neuen Moderator, Bre-Ramin Fischerhut. Und nach der 9. und 10. Welle ruft der Bund Tourwelle aus. Jo, brat an. Sickerflug. Kappa. Danke vielmals fürs Schauen. Das war von einem Jahresschüss und von 2 am Morgen. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr.